Lieber Gott, vergib mir, denn ich habe gesündigt. Meine letzte Beichte war vor 5 Wochen und 3 Tagen. Dies sind meine Sünden. Ich war manchmal faul und habe nicht gern im Haushalt geholfen. Maria, pass du auf Johannes auf. Ja, warte kurz. Ich war eitel und habe mir Gedanken um mein Aussehen gemacht. Du denkst vielleicht, ich bin total lieb und nett. Aber ich denke die ganze Zeit nur über mich nach und wie ich besser wirken kann. Und manchmal war ich hochmütig. So, jetzt reicht's. Noch eine so freche Antwort. Und wir sagen die ganze Firmung ab. Mutterliebe ist etwas sehr Großes. Du kannst in das Herz deiner Mutter nicht hineinsehen. Maria, du tust jetzt, was der Arzt sagt. Gibt es noch mehr, was du beichten möchtest? Ich habe gelogen. Das ist so eine besondere Gemeinde, in die ihr geht, oder? Wir sind keine besondere Gemeinde. Hier bewahren wir den wahren Glauben und wir werden ihn mit unserem Leben verteidigen, wenn es nötig sein sollte. Mach nur das, was die Kirche immer gemacht hat. Da ist noch eine Sache. Ich habe mir vorgestellt, wie ich heilig werde. Wie ich aus großer Liebe zu Gott ihm mein ganzes Leben als Opfer anbiete und er mein Opfer annimmt. In nomine Patris et Filii et Spiritus. Maria? Maria? Hallo Maria, hörst du mich? Maria? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.